Guten Abend. Heute Abend habe ich mitgebracht Chayote. Schau, schau wird sie auch genannt. Eine Kletterpflanze. Sie ist aus der Familie der Kürbisse und Gurken. Herkunftsland ist Indo-Ozean oder Lateinamerika. Also die Inkas, die Mayas, Azteken haben das schon gegessen. Eine uralte Pflanze. Wie sieht sie aus? Diese Sorte ist grün. Hier sieht aus wie ein Arsch. Ja, es wächst so irgendwie zusammen, ne? Komisch, das könnte auch Geschlechtsorgan sein. Ja, es ist ein Gemüse und ist gut für Entwässerung. Man kann das auch nehmen, wenn man abnehmen möchte. Ist sehr gesund, kein Fett und man entwässert. Wenn man Probleme hat mit dem Hahn, kann man also das Essen, kann man besser pinkeln. So, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, ein Gemüse, Kletterpflanze. Man kann sie auch hier anbauen, wenn es warm genug ist. Sie ist sehr schnell wachsend, rankt sich überall hoch. Die Blätter sind groß wie eine Hand etwa. Wir probieren sie einfach mal aus. Ja, die schneiden sie einfach mal auf. So, und jetzt gucken wir mal rein. Ich kriege die gar nicht auf, das ist ja Wahnsinn. Weiter aufschneiden. So, da ist sie schon. Ist ja fast wie eine Birne. Guck mal, Birnenform, ne? Kerne, keine Kerne drin. Wir probieren sie einfach mal. Schmeckt wie Kohlrabi. Interessant. Auf meiner Lippe ist sofort ein schleimischer Film drauf. Knackig wie beim Kohlrabi. Richtig, die Lippe reagiert sofort. Wie beim Kohlrabi. Fleisch. Das ist unangenehm. Sehr hart. Geschmack wie Kohlrabi. Essen Kohlrabi schmeckt genauso. Zum Beispiel ein bisschen nach Gurke. Keine Kerne. Ich suche mal einen Kern. Muss ja irgendwo anders sein. Also hier. Das könnte einer sein. Mal gucken. Nee, doch, das war ein Kern. Ein einziger Kern drin. So ulkig. Mal weiter auf. Hier. Die Kerne müssten ja in der Mitte sein. Schneiden wir mal auf. Aua, jetzt schneide ich mich auch noch. So, hier drinnen sind die Kerne. Guck mal. Ganz komische Kerne. Sind ziemlich groß und flach. Seltsam, ne, die Dinger. Ich werde sie mal aussäen, um zu sehen. Ups, ich will rund aus. Um zu sehen, was da rauskommen könnte. So, da. Hier sind die Kerne drinne. Hier drin sind sie, die Kerne. Interessant. Diese flachen Dinger sind die Kerne. Ja, guck. Also die sind so klein, die Kerne. Ja, die merkt man gar nicht, wenn man sie isst. Aber das sind die Kerne, eindeutig. Das sind die Kerne von Cherimoya. Chayarote. Chayote. Na gut. Kann man essen, schmeckt gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.